Ja, schön, dass ihr hier seid. Zweiter Parteitag dieses Jahr. Willkommen in Bad Homburg. Es ist immer wieder schön, euch zu sehen. Fast wie ein Familienfest, habe ich jetzt heute schon ein paar Mal gesagt, aber so kommt es mir auch vor. Viele bekannte Gesichter, aber auch viele neue Gesichter, das freut mich. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne Dankeschön sagen an alle Kreisverbände, Ortsverbände, die sich beworben haben bei der Ausschreibung auf den Bundesparteitag. Vielen Dank. Wir sind ja darauf angewiesen, dass von euch Vorschläge reinkommen, wo wir eben hier unsere Feiern, unsere Parteitage abhalten können. Und dann eben besonderen Dank eben hier an den Main-Taunus-Kreis, der den Zuschlag bekommen hat dieses Jahr oder jetzt für diesen Parteitag und sich hier um alles kümmert. Und ich glaube, bisher funktioniert soweit alles ganz gut. Also vielen Dank. Könnt ihr auch mal klatschen für. Von daher Lob immer gerne an die Orga und Beschwerden an den Kreisverband. Und bevor wir jetzt hier so loslegen, möchte ich doch gern, dass wir uns die Zeit nehmen, die Ruhe, und eben nochmal an die Piraten denken, die wir seit dem letzten Parteitag, seit dem letzten Jahr verloren haben, die nicht mehr dabei sind, die ihre letzte Reise angetreten haben, die wir hier natürlich vermissen werden und im Herzen bei uns tragen werden, von denen wir wissen, dass die natürlich auch gerne noch Piraten sein, erleben würden. Von daher nehmen wir uns die Zeit. Wer möchte. Danke euch. Ja, das war in vielerlei Hinsicht ein bitteres Jahr. Gut, jetzt kann es dann quasi losgehen. Und bevor ich es eröffne, noch zwei, drei Worte, die ich gerne sagen möchte. Ich meine, das ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Ja, nicht nur, weil Piratensein immer aufregend ist, sondern auch für die Parteien insgesamt. In der Parteienlandschaft ist einiges in Bewegung gekommen. Wir sehen es draußen, ist irgendwie gar nicht mehr wegzudenken. Die SPD, die ihren Gladiatorenwettkampf veranstaltet, viele ins Rennen schickt und schaut, wer nachher noch lebend rauskommt. Und irgendwie werden, das sage ich jetzt schon am Ende, kaum Leute damit zufrieden sein. Weiß nicht, ob das jetzt vom Modus sehr interessant war, aber der Kampf darum zwischen, wie ist die Basis vertreten durch den Vorstand, genau das Gleiche ja eigentlich auch etwas bei der CDU, wo der Rückhalt für den Parteivorstand sinkt und wo ich immer denke, dass wir als Piraten eigentlich da schon sehr gut aufgestellt sind, weil diesen Zusammenhalt zwischen Basis und Vorstand, diese Nähe und diese Dichte, die haben wir eigentlich strukturell ja schon. Und deswegen freut es mich eben auch, und nochmal der Hinweis an die Presse, hier sind alles Basismitglieder, keine Delegierte, ja, wir leben das einfach. Und ich hoffe, dass auch im vergangenen Jahr dann der Draht ein kurzer war zwischen Basis und Vorstand, und behaltet das immer im Hinterkopf, euer Vorstand ist für euch da und ohne euch ist der Vorstand nichts. Warum gibt es dieses große Problem dann halt eben? In der Regel deswegen, weil die Vorstände und in der Partei, das Wissen ist da, was getan werden muss. Die Vorstände wissen um die Probleme in der Gesellschaft und wissen, was eigentlich die richtige Verhaltensweise wäre in den Mandaten und auch in den Abgeordneten. Ein bisschen holprig hier. Ja. Meinungsfreiheit, ne? Ja. aber das wird nicht getan. Soll ich lieber ohne Mikro sprechen? Worauf ich hinaus will. In der Regel wissen die Leute, was getan werden muss, wissen die Vorstände, was getan werden muss, aber es wird einfach nicht umgesetzt. Und das Gleiche ist natürlich, ich glaube nicht, dass es nur... So. Okay, könnt ihr mich hören? Stimmung? Sehr gut. Es ist jetzt 10 Uhr. Willkommen beim Bundesparteitag. Im schönen Bad Homburg.
Nee, wir waren bei der Halbzeitbilanz. Ich will euch damit auch lange gar nicht nerven. Ich meine, wenn ihr das Dokument gelesen habt, dann wart ihr wahrscheinlich ohnehin genauso genervt wie ich. Es zeigt sich einfach diese Distanz, die zunehmend ist zwischen Mitgliedern in den Parteien, aber auch zwischen Bürgern vom Staat. Wenn ich dann irgendwie sehe, zum Beispiel die Polizeigesetze, die dafür oder eine Änderung des Strafgesetzbuches, was dazu führt, dass eigentlich Polizisten und Bürger nicht mehr gleich behandelt werden, sondern die Strafen ungleich höher sind. Oder eben die Gesetze, die erlauben, dass öffentliche oder der Verfassungsschutz auf meinen Computer Trojaner aufspielen dürfen. Das alles trägt dazu bei, dass es doch zu einer größeren Distanz kommt zwischen Bürgern und dem Staat, was nicht zuletzt man darin gesehen hat, dass eben ein Graben gegraben werden soll vom Reichstag, weil die Politiker Angst haben vor den Bürgern. Das ist eine Entwicklung, die wir sehen, die einfach, naja, Angst macht, weil so ist unsere Gesellschaft nicht gedacht. Wir wollen uns vertreten fühlen von Politikern, wir wollen, dass Politiker uns vertreten und wir wollen auch selber die Politiker sein, die die Menschen vertreten. Und das Bild der Parteien und der Politiker ist einfach sehr schlecht geworden. Und da müssen wir irgendwo dann auch einen Gegenpunkt liefern, weil wir einfach anders sind. Wir kommen aus dem Herz der Menschen, wir kommen aus der Bewegung und wir können das anders. Und wir müssen dagegen arbeiten zwischen diese Versprechungen, die nicht umgesetzt werden. Und wozu das dann nachher führt, ist, dass einfach die Bürger sich selber wehren, dass die Bürger das Zepter in die Hand nehmen wollen, dass die Bürger in die Straße gehen und demonstrieren. Zum Beispiel bei den Save-the-Internet-Demonstrationen gegen Artikel 13 in der Urheberrechtsreform. Ja, hier, Shoutout Pascal, ja. Das hat gezeigt, wozu es eigentlich führt, wenn sich die Menschen nicht mehr vertreten fühlen. Dann gehen 100.000 in die Straßen und sagen, das ist falsch, was hier läuft. Wir müssen hier, wir wollen das so nicht. Politiker, bitte hört uns. Das ist wie ein Hilfeschrei. Aber das funktioniert. Ja? Die Save-the-Internet-Bewegung, ganz groß, ganz stark für uns. Ja? Wir haben gesehen, eine klare Nachricht, und da haben auch wir Piraten sehr gut mitgeholfen zu mobilisieren. Ja, vielen Dank nochmal an alle, was im letzten Jahr war. Und was war die Antwort der Politik? Irreführungskampagnen nach dem Motto, die sind gar nicht so viele, was die sagen ist alles falsch und Upload-Filter steht sowieso nirgendwo im Text. Das darf so nicht sein und solange das so passiert, solange eben die Menschen dadurch nicht vertreten sind, werden wir als Piraten nicht ruhen. Wir werden immer weitermachen, wir werden immer weiter kämpfen und sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Meinung zu äußern. Das heißt natürlich nicht, dass diese Meinung dann auch so unmittelbar umgesetzt werden muss, aber diese Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken und gehört zu werden, ist ungemein wichtig, wenn wir nicht wollen, dass sich Bürger und Staat weiter so entkoppeln. Und der Vorteil natürlich von der Save-the-Internet-Kampagne war, das war eine sehr hohe Konkurrenz zu uns als Piraten. Die Nachricht, die vermittelt werden sollte und die Werte, die passten 1:1 zu uns. Das war perfekt und deswegen, das passte zu uns, deswegen konnten wir so mobilisieren und deswegen war das großartig. Wir haben viel Zuspruch bekommen, auch als Partei. Das hat uns bei der Wahl sehr gut geholfen und wir haben viele neue Mitglieder bekommen. Und an dieser Stelle ein herzlichen Dank für den Eintritt, herzliches Willkommen an alle neuen Mitglieder und erst recht die neuen Mitglieder, die zum ersten Mal beim Bundesparteitag sind und vielleicht den ersten Parteitag einer Partei hier erleben. Fühlt euch wohl. Wenn ihr Fragen habt, sagt Bescheid. Und gerade wenn ihr jetzt von den Bürgerinitiativen NGOs kommt, dann werdet ihr vielleicht eins erleben. NGOs sind monothematisch. Sie haben ein Thema, das sie nach vorne drücken, nach vorne pressen. Und das muss so sein, weil sie ein Narrativ, eine Geschichte, einen Sachverhalt ins Zentrum der Gesellschaft rücken wollen. Das muss so sein. Als Partei sind wir aber nicht monothematisch. Wir haben mehrere Themen, auf die wir eingehen und auf die wir eingehen müssen. Denn wir sind es, die nachher die Lösungen finden müssen, mit denen wir vorschlagen, wie die Gesellschaft damit umgeht. Und es ist immer auch der Kampf um Deutungshoheit, wie etwas zu verstehen ist. Das ist die Aufgabe der NGOs und in Teilen eben auch der Partei. Und häufig sehen wir halt eben Bürgerbewegungen, wo Menschen in die Straße treiben, die halt eben dieses Aushandeln nicht mehr übernehmen oder sich dem verweigern, die anfangen zu etikettieren, die irgendwie die Sachverhalte vereinfachen, um leichter einzuteilen in gut und schlecht und denken, das sei für ihre Sache. Das ist aber eigentlich nicht so. Es wird dann gefährlich, wenn Initiativen anfangen, Ängste zu schüren und anfangen, die Menschen gegeneinander aufzubringen und eben nicht mehr diese Lösungen vermitteln. Oder wenn Parteien auch nicht mehr einspringen, um diese Lösungen zu vermitteln. Weil wenn man nur Angst nach vorne pusht, ohne eben zu sagen, und so kann es weitergehen, dann führt das zu immer mehr Hass in der Gesellschaft. Und da ist auch eben unsere Aufgabe, die Lösung zu finden, mit denen wir weiterleben können. Deswegen ist es wichtig, wir dürfen nicht Fragen verbieten. Wir können gegen Antworten kämpfen. Wir können uns gegen bestimmte Antworten auf Fragen sehr dagegen stellen, dagegen kämpfen, sie verneinen. Und gleichzeitig ist aber eben auch wichtig, Antworten zu bieten, wie wir es sehen. Den piratigen Weg, wie wir den Weg nach vorne sehen.
Und wenn man sich dann die Initiativen oder anschaut, bei welchen Gelegenheiten viele Menschen in die Straße gegangen sind, dann sieht man die Geschichte, die gepusht wird, selten den richtigen zugrunde liegenden Wert, der aber wichtig ist, wenn man darüber nachdenkt, wie kann man dieses Problem lösen. Als Beispiele nehmen wir also Pegida als Beispiel, stellen sie auf die Straße, sagen, Migranten sind schlecht aus verschiedenen Gründen. Der zugrunde liegende Wert, das Problem, was dahinter steckt, sind neben vielen anderen eine Kränkung, die Menschen erfahren haben. Das adressiert, wird aber in den seltensten Fällen adressiert. Fridays for Futures stellt sich hin als Thema CO2-Vermeidung. Wir müssen CO2 vermeiden. Das eigentlich zugrunde liegende Problem, was auch dann unsere Aufgabe ist als Partei, was dahinter steht, ist die Frage der Generationengerechtigkeit. Man kann sich auf eine Geschichte fokussieren, nämlich wir müssen dringend den CO2-Ausstoß reduzieren, weil sonst die Welt umkippt. Und das ist vollkommen richtig. Aber was die Menschen auf die Straße treibt, was sie eigentlich berührt, ist dieses, es gibt kein Morgen. Ja? Wir schaffen es nicht, die Generationengerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Unser Erbe, das, was wir hinterlassen wollen. Und dann müssen wir als Partei uns fragen, wollen wir uns treiben lassen? Wollen wir einzelne Themen aufgreifen und nur über CO2-Vermeidung reden? Oder wollen wir nicht dieses dahinterliegende Gefühl aufnehmen und sagen, Generationengerechtigkeit, was hinterlassen wir, was geben wir weiter? Und ich finde, das ist wichtig, das zu sehen. Meiner Meinung nach sollten wir da viel mehr mitarbeiten. Denn das ist es auch, was die Menschen eigentlich bewegt. Und hier können wir gute Antworten liefern, wo andere scheitern, die versuchen, so eine Diskussion nur zu versachlichen und darüber zu reden, was der Preis von CO2 sein soll. Und das meinte ich. Häufig wird etikettiert und das ist auch gut so für die Bürgerinitiative und das ist wichtig. Aber wir dürfen den Anspruch an uns haben, da weiterzudenken, den Faden aufzunehmen und aus dieser Angst vor dem Weltuntergang das zu machen, wie wir damit leben können. Wir können die sein, die Antworten liefern. Und dazu ist es wichtig, dass ihr alle mitarbeitet, ihr, die hier seid, ihr im Stream, alle, ihr könnt euch beteiligen, ihr könnt euch einbringen. Wenn ihr Experten seid, bringt euch ein, macht mit. Wenn ihr Experten kennt, holt die rein, lasst uns einen dicken Engel zumachen, dass wir dazu sitzen. Und wenn ihr keine Ahnung habt, dann bringt euch trotzdem ein, weil wir müssen miteinander aushandeln, was wir innerhalb der Partei denken. Und ich denke, dass wir als Partei untereinander das leben können und sollten, was wir auch von der Gesellschaft verlangen, nämlich dieses Aushandeln von Argumenten und sich einzuordnen zwischen den drei Gerechtigkeiten, zwischen Leistungsgerechtigkeit, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wo sehen wir das in der richtigen Balance, zwischen Bedarfsgerechtigkeit, was empfinden wir als wichtig und richtig und eben, was ich vorher sagte, der Generationengerechtigkeit. Mit unserer Position darauf sollten wir alles begründen können, was wir tun. Und dann sehen wir auch ganz schnell, wo andere Parteien eben scheitern und wo sie Scheunentore offen lassen für Parteien wie uns, die eben dann die Antworten liefern können, die andere sich nicht trauen. Und ganz wichtig, nicht treiben lassen, und dabei selber da sein, überlegen, was wir wollen, den Faden aufnehmen, den die NGOs spinnen in der Gesellschaft, das sehen, darauf reagieren, kühl bleiben, nachdenken und dann die Antworten liefern. Mit der gleichen Emotionalität und ruhig auch polemisieren, denn unsere Antworten sind hoffentlich die richtigen. Und ich will das aber jetzt nicht so sehr verengen auf Lösungen bieten, wo wir natürlich sehen, dass ein grundlegender Wandel notwendig ist, wo wir ganze Systeme in Frage stellen müssen. Dann müssen wir da auch eben die Arbeit machen, das zu erarbeiten. Denn an einigen Teilen, an einigen Stellen in unserer Gesellschaft sollte man über den Systemwandel nachdenken. Und dann muss man das erarbeiten und eben vorstellen. Deswegen, ich will jetzt, wir müssen genau beobachten, wo müssen wir das gesamte System eigentlich fixen und wo reichen nicht nur kleine Lösungen. Und ich denke, da haben wir angefangen zu arbeiten, das sollen wir weitermachen und dann natürlich auch propagieren. Und wir tun das und wir sehen das und die Gelegenheiten ergeben sich. Sie sehen ja zwangsläufig, was auf die Gesellschaft zusteuert, der digitale Wandel, ja, was so unser Kernthema ist, der in alle Bereiche reinströmt, wo wir sehen, dass beispielsweise eben diese Stadt-Land-Kluft, das Auseinanderfallen, das, was eben Leute abhängt, Probleme mit sich bringt, die irgendwo an anderen Stellen eskalieren. Da, wo wir sehen, dass Leute sich abgehängt fühlen, da können wir eben sicherstellen, dass wir eben durch eine anständige Vernetzung von Stadt und Land, durch den Ausbau von ÖPNV, durch Digitalisierung und Glasfaser, wo wir Netze ausbauen, um eben das zusammenzuführen, Stadt und Land, was auch die Städte entlastet. Große Probleme, die wir da haben im Wohnenbereich und Ähnliches, macht das Land wieder attraktiv. Im Bereich Freiheit, wo wir ein Freiheitspaket fordern können, gegen die Überwachung von unbedarften Bürgern vollkommen zu Unrecht, um eben sicherzustellen,
dass es eben die Privatheit gibt, die für uns und unsere Folgegenerationen wichtig sind und wo wir rechtzeitig vorbeugen, um totalitären Regimen oder möglichen totalitären Systemen den Boden zu entziehen und sicherstellen, dass alle wie die von uns, und jeder von uns ist speziell und möchte auch so speziell bleiben und seinen Kindern das auch weitergeben, weiter so speziell sein können, wie wir sind, dass keiner sagt, sowas darf es in Zukunft nicht mehr geben. Und natürlich, was einhergehen muss, die Bildung. Medienkompetenz, super wichtig, über alles. Dann Weiterbildungsmöglichkeiten, dass die Leute sich ihr Leben lang weiterentwickeln können, um eben die Herausforderungen aufzunehmen, vor denen wir stehen, wenn sich auch ganze Industriezweige überschweißen, über den Haufen werfen und eben neue Geschäftsmodelle gefunden werden, neue Wege der Arbeit, von Homeoffice, flexibles Arbeiten, all das, dem werden wir als Gesellschaft begegnen. Und wir können uns überlegen, welche Parteien außer uns in der Lage sind, da Antworten zu bieten und gleichzeitig sich dessen bewusst werden, dass halt eben auch uns da Verantwortung zukommt als Partei. Worauf es ankommt für uns, ist die Selbstbestimmtheit, die Freiheit, die Teilhabe für die Menschen und in Würde zu leben, für all das kämpfen wir. Und an der Stelle dann ein großer Dank an alle Mandatsträger, die sich täglich dafür einsetzen, in ihren Parlamenten, in ihren Stadtparlamenten, in ihren kommunalen Parlamenten, dafür kämpfen, für piratige Ideen, Anträge einreichen, mit anderen diskutieren und aktive Politik machen, in diesem Verhandeln sind und natürlich auch unseren Abgeordneten im Europaparlament. Ich denke auch da richtige fette Welle Applaus. Ein kurzer Einwurf, ich war am letzten Wochenende in Milan bei der PPEU, habe viele europäische Parteien gesehen. Wir sind nicht alleine, wir kämpfen gemeinsam, wir kämpfen für die gleichen Ziele. Es hat viel Spaß gemacht, die anderen zu sehen. Die anderen haben auch viel Spaß gehabt, eben jetzt halt eben mich als Vorstand der Piratenpartei Deutschland zu erleben. Seid euch gewiss, was wir in Deutschland erleben, erleben wir in ganz Europa. Und wir haben die Möglichkeit, auch mit anderen Parteien zusammenarbeiten, Dinge zu entwickeln, wenn wir das wollen. Wir haben natürlich auch eigene Hausaufgaben zu machen, aber wir sind hier viele. Seid euch dessen im Klaren, wir sind nicht nur die Piratenpartei Deutschland, wir sind eine europäische Bewegung und nicht zuletzt haben wir das ja auch in unserem Wahlprogramm für die Europawahl deutlich gemacht. Wir haben hier große Ressourcen, auf die wir greifen können. Wir sind größer, als ihr denkt. Zum Abschluss bei der Gelegenheit möchte ich natürlich auch all den Piraten ein großes Dankeschön sagen, die es schon lange hier ausgehalten haben. Ich möchte die 10-jährigen Jubilare nochmal hervorheben. Viele sind jetzt hier, die dieses Jahr ihr 10-jähriges gefeiert haben. War ein sehr starkes Jahr vor 10 Jahren. Bei dieser Gelegenheit herzlichen Dank für eure Ausdauer, für euren Erfahrungsschatz, den ihr immer noch tragt. Teilt die Geschichten, lustige Geschichten dabei, Kracher dabei, all die Geschichten, die nie das Bild der Öffentlichkeit gesehen haben. Gerade hier ist ein hervorragendes Forum, um andere daran teilzuhaben, was wir eigentlich für eine Historie, für Traditionen haben und Erlebnisse, die uns einfach besonders machen. Nutzt die Gelegenheit, redet mit den anderen und euch 10-jährigen Jubilaren herzlichen Dank von mir und vom Vorstand von der gesamten Partei. So, und bevor ich dann heiser werde, abschließend, die Welt muss besser werden, das wissen wir, dafür werden wir kämpfen. Auch wir als Piraten können besser werden, dafür werden wir auch weiterkämpfen und wir werden nicht aufhören und weiterkämpfen, bis unsere Werte vernünftig repräsentiert werden, bis wir sicherstellen, dass wir in Freiheit und Selbstbestimmtheit leben können, in Würde und eine Gesellschaft mit Teilhabe haben. Ich danke euch, ich wünsche euch einen großartigen Bundesparteitag. Viel Spaß.